Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok und der lieben... Wo ist eigentlich Xerlin? Ah, da ist Xerlin. Ich kann grad so drüber gucken. Genau. Das, liebe Leute, ist nicht unser neuer Kleiderschrank, sondern ein PC-Monitor, ein Gaming-Monitor. Und der ist fast so groß wie Xerlin. Also das ist wirklich mega, mega krass. Und dieses liebe Teil packen wir jetzt erstmal aus. 1, 2, 3. Oh, Sterrepaar! Riechst du's? Ja. Das riecht neu. Okay, also hier kann man wirklich nicht viel kaputt machen. Nee, da ist der Fuß, oder? Das ist der Fuß, ja. Allein der Fuß soll 50 Kilo wiegen. Also da bin ich schon gespannt. Was ist das? Ach, das ist die Abdeckung für den Bildschirm. Das habe ich schon gesehen. Oh wei, das sieht schon mal nach bisschen... Oh, okay. Bisschen nach Bastel aus. Hey, da wird nachher alles voller Sterrepaar sein. Das, oh, was ist das? Das ist ein Teil vom Fuß. Ein Teil vom Fuß? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Ja, das kommt hier drauf. Okay, ah. Und das ist dann hinten am Bildschirm. Warte. Dong. Das war Ringe. Passt da ja rein. Ja, drauf. Haha. Vielleicht kann man das als Boot benutzen. Ja, als Boot. Stellen wir das mal hier so hin. Gute Idee. Mein Tipp ist, den Karton aufzuheben. Ja. Falls mal ein Transport benötigt wird. Ja, das Ding kann man nicht einfach mal so eben transportieren. Ich hole einen Schraubenzieher. Oh, die sind ja schon sehr fest. Ja, da war doch ein Schraubenzieher in der Schublade. Echt? Nein. Ich habe die Pfeile vom Taschenmesser genommen. So, okay. Und das Ding ist in allen möglichen Richtungen flexibel. Also man kann ihn sogar quer machen, man kann ihn hoch machen, man kann ihn runter machen. Also auch dann das... den Arm hier irgendwie ausfahren. Wie genau, weiß ich auch noch nicht, aber das ist ja Wahnsinn, was man mit dem alles machen kann. Ach, falsch rum. So, meine lieben Freunde, hier. Schau mal. Die haben einen Griff. Siehst du das? Ja, wenn die Hände weg sind, sieht man das. Ja, das ist mega geil. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, wie fest ich drehen soll. Schon weiß ich fest, nicht. Ja, schon ordentlich geht, fest, ja. Was man hier sieht, auf jeden Fall zwei HDMI-Anschlüsse. Wir haben ein DisplayPort-In und ein Mini-DP-In. Dann haben wir hier noch zwei USB-Anschlüsse. Also man kann direkt da USB-Geräte anschließen. Mega, mega geil. Und hier, das ist dann die Versorgung für den USB. Und natürlich auch Sound, ne? Also Mikrofon, Headset, was man auch immer so anstecken möchte. So, ja. Das ist das gute Teil. Hier ist übrigens... wie geht's? So, genau. Der Headset-Halter hinterm Bildschirm, interessant. Und hier soll es dann nachher blau leuchten. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Soll ganz nett sein. Ja, massiv, massiv heben wir das gute Teil hinaus. Oha. Oha, meine Fresse. Hallo, ist da jemand? Nein. Hey, ich könnte mich da reinlegen, warte, das probiere ich jetzt aus. Das stimmt. Ich würde reinschmeißen. Wir haben schon einen Sarg, wenn du alt bist. Na, super. So. Wo ist denn der Kleber? Hey. Und ist das eng da drin? Ja. Okay. Aber es ist bequem aus. Los. Pack mir aus. Ich wollte schon immer meine Frau aus dem Katalog bestellen. Hey. So. Und enttäuscht, dass ich nicht aus Thailand komme. Nö, eher im Gegenteil. So, haben wir das aufgeklärt? Wuff, wuff! Da-da-da-da-da! Oh yeah, das nenne ich mal ein Bildschirm, Leute. Das ist super krass. Wir lassen den gleich mal neben einem normalen Bildschirm stehen lassen, weil so denkt man so, naja, sieht ein bisschen nach einem breiten Bildschirm aus, aber das ist schon mega, mega, mega breit. Also, das ist schon echt heftig. Hilfe! Greift an. So sieht das nette Spielzeug von hinten aus. Der ist auch extrem curved, das ist echt krass. Ja, das stimmt. Und jetzt ist er auch schön nach oben gekippt. Guck mal, was du hier dann hast. Zum Abziehen. Schön. Schön ist er. Na gut. Jetzt müssen die alten Bildschirme weg. Oh, du musst aber den Zettel abmachen. Ja. Warte. Mit Ausdauer kommt man immer vorwärts.
super geiler Spruch, also der Glückskeks war. Das ist ein China-Restaurant. Wie alt ist der jetzt schon? So ein Jahr ungefähr, oder? Ja, mindestens. Oh, nicht kaputt machen! Ja, das ist gar nicht so einfach. Dein Motivationsspruch. Hey. Ich weiß nicht, ob du hier... Haben wir hier Rand? Da ist ganz wenig, gell? Da ist nicht wirklich viel Rand. Das Silberne hier. Sieht man das? Ja, jetzt sieht man hier so ein bisschen. Das Silberne ist Rand. Naja. Meine lieben Freunde, ist ein Bildschirm. Ein groß, also jetzt nicht ein wahnsinniges, riesiges Bildschirm, aber... ja. Der geht da dreimal rein. Okay, Nummer zwei, meine Damen und Herren. Meiner. Deiner, ja. Ja. Maxine arbeitet ja auch. Schau mal, das manchmal ist jetzt aber auch schon mega Bildschirm hier. Das ist schon nicht schlecht. Das sind 224 Zoll. Boah, ist der riesig. Da nimmt er meinen ganzen Tisch ein. Ah. Schau dir, jetzt kann die Pflanze da hinten stehen bleiben. Schau, stell mal hier einfach. Ja, das geht so auch. Oder hinten so ein Treppchen drauf und hast oben. Naja, das ist mir, glaube ich, zu weit oben. Ist zu weit oben, gell? Hm. Ich muss mal gucken, vielleicht. Ich muss mal ausprobieren. Wenn mir der tatsächlich zu groß ist, nehme ich vielleicht sogar lieber den kleinen. Ich weiß es noch nicht. Okay. Mal schauen. Vielleicht finde ich es auch mega cool so. Ja. Mal schauen. Probier dich aus. So sieht es jetzt nach mega viel Bildschirm aus. Das erschlägt mich gerade ein bisschen hier auf meinem Tisch. Hallo, wir finden dich auch hier unten. Da ist eine Autobatterie. Ja, wenn mir müde wird, fasse ich immer Plus und Minus gleichzeitig. Wenn mir müde wird. Ja. Du solltest mal dran fassen jetzt. Passiert nichts. Genau. Nee, aktuell dient er dafür. Also, eine Batterie ist schön schwer, da kann man dann auch ordentlich mal in die Eisen treten. So, okay. Oh Mann, Kabelsalat. Hilfe, Hund, Hilfe! Alter Schwede. Okay, Leute, das ist echt riesig. Jetzt haben wir noch Strom. Tut mir leid. Kannst du nichts dafür. Entschuldigung. Ah, wow, krass. Kannst du einfach so runter sliden. Schick. Das ist schon geil, ja. So. Zeig uns das nochmal. Ja, ich zeig dir das. Ich muss ja eigentlich gar nicht festhalten. So. Nicht schlecht. Schon krass. Und er ist wirklich hier so in allen Richtungen flexibel. Das ist nett, ja. Ja, das ist meiner ja gar nicht. Den kann man überhaupt nicht bewegen. Nee. Macht aber nichts. Macht nichts. Schick. Der soll ja dann schön blau leuchten, bin ich ja mal gespannt. Ach ja, stimmt. Das schauen wir uns noch an. Xarok, wo bist du hin? Ich sehe nur Hände. Oh mein Gott, Xarok! Ja. Xarok, wo bist du? Ja, keine Panik. Warte. So. Position ist, glaube ich, nicht. Der ist echt riesig. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch den 32 Zoll oder den 27 Zoll. Ja, du wolltest deinen dritten Bildschirm. Gewesen. Nee, das... Ja. Hast du ja selber gesehen, mit dem Kleinen dreimal den Kleinen und dann hast du schon die Breite. Ja, das wäre nicht besser geworden. So hast du natürlich nicht das Problem, dann steht einer schief in die Richtung, dann der andere schief in die Richtung. Ja, und keinen Rahmen. Ja. Ist wirklich komplett leer. Hol mal deinen Stuhl. Setz dich mal hin. Ja, ich hole meinen Stuhl. Mein Stuhl. Lieber Knazi nehmen. Knazi, oh mein Gott, wie süß. Knazi, der Stuhl. Boah, Alter. So, wir nehmen jetzt mal deine Perspektive ein. Alter, ist das geil. Boah. Und, Moment, einfach mal auf deinen Kopf drauf. Okay, das geht nicht, da sieht man ja gar nichts. So sieht Xarok das gerade. So, da ist ja nur noch Bildschirm. Siehst du überhaupt noch irgendwas anderes? Ist das geil. Hier ist Bildschirm, überall Bildschirm. Boah. Das ist echt ultra. Hast du was Wichtiges vergessen? Was denn? Abziehen? Okay, ziehen wir erstmal ab. Wow. Das ist Geräusch. Und es ist unendlich lang. Ah, das darf ist nur für ich oben? Darf ich oben? Das ist aus Metall, gell? Das ist sogar echtes Alu. Wo fängt denn das an? Das fängt, glaube ich, hier an. Hä? Ach nee, das ist komplett außen rum. Ist nicht das richtig? Oh, dann kann ich jetzt ganz rum. Einmal komplett rum. Und das darf ich? Ja. Mein Arm wird zu kurz. Warte, wir kleben das einmal um Xarok rum. Ja. Das sind ja immer. Au! Das klebt! Das klebt! Ich nehme jetzt deinen Stuhl. Wir spielen jetzt Xarok. So. Ich bin
Hier sitzt Xarok und starrt auf seinen überdimensional großen Bildschirm. Das macht Snake halt. Ich grüße ihn. Hi, schön, dass du da bist. Ich würde den hier noch irgendwie einstecken. Ja. Wenn er aus ist, leuchtet. Oh, der geht an. Guck mal. Oh, jetzt haben wir es beinahe verpasst. Bam! Ui. Er sieht noch ein bisschen unscharf aus. Ach du heilige Scheiße! So viel gibt YouTube nicht her an Seite. Egal. Also ich weiß nicht, ich finde, es wirkt jetzt hier in der Kamera gerade nicht so krass, wie wenn ich über die Kamera auf den Bildschirm gucke. Nein, wirklich nicht. Boah, ist das krass. Ach so, und so einfach war das jetzt. Jetzt hast du zwei Bildschirme. Nee, du hast ja einfach nur die Programme nebeneinander. Ich hab's jetzt einfach gesplittet, ja. Ah, okay. Was machst du denn? Mich auf den Hund setzen, du Dödel. Seit wann krabbelt der auf Stühlen rum? Gehen wir mal auf Fahren. Ja, aber siehst du jetzt mehr als sonst oder ist es einfach nur größer? Definitiv mehr. Ich kann dir auch schon mal sagen, was ich alles mehr sehe. Also bis hierhin. Ich habe mir den Spiegel extra gekauft, damit ich so fahren kann, aber rechts hier, ohne die Maus bewegen zu müssen. So, weil mit dem Lenkrad und gleichzeitig Maus ist scheiße. Ah. Deswegen habe ich mir da extra diesen Spiegel gekauft, damit ich rechts sehen kann, was da fährt. Weil ich den Spiegel gar nicht mehr gesehen habe. Ah, krass. Und jetzt sehe ich wirklich, also vorher echt nur von hier bis hier und jetzt das ist noch dazu. Boah. Also das ist schon echt krass. Okay, ja, das ist natürlich nicht schlecht. 19.57 Uhr. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. Nehmen Sie Platz. Schau mal. Ja. Normalerweise sieht man Steam bis hier. Ja. Das wäre die richtige Größe. Und das hier ist alles mehr. So, warte, das wäre jetzt ungefähr so die Bildschirmgröße. Und du hast jetzt... Ja, okay. Da braucht man ja Jahre. Da bist du ja den ganzen Tag nur am... Hier ist was, da ist was. Hier, nein, wo ist das, was ich suche? Hä? Ja, aber das ist doch gut. Da. Da bleibt man beweglich und startet nicht so. Ja, genau. Genau, also ich denke, das wird eine interessante Erfahrung mit diesem Bildschirm. Ich werde die nächsten paar Tage auf jeden Fall mal nochmal ein Feedback dazu liefern und vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung mitteilen und auch, was man so noch machen kann mit diesem wunderschönen Bildschirm. Und was man noch? Genau. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, was ihr über den Bildschirm unbedingt wissen wollt. Zum Beispiel, keine Ahnung, wie das mit den Aufteilungen funktioniert oder welche Spiele funktionieren nicht. Vielleicht finde ich ja eins, dann kann ich euch vielleicht dann auch sagen, ja, das Spiel funktioniert übrigens nicht. Also schreibt mir einfach mal Kommentare, was ihr dazu sagt oder was ihr denkt. Und genau. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Stream. Wow, peace. Boah, man muss von da nach da mit dem Kopf rübergehen, um da drüben gucken zu können. Hallo? Ah! Oh, Siebel. Oh. Abbiegen. Ah! Das verwehrt mich. Entschuldigung, Officer. Jetzt habe ich voll den Bullen gerammt. Yes, baby. Du hast es geschafft, das Licht leuchtet. Ja. Oh, wunderschön. Ja. Immer blau? Ja, ich glaube immer blau. Aber das ist cool, gell? Xarok-Farbe. Ja, das ist meine Farbe. Super. Sehr geil. Gut. Komm mal rum. Ja, ich komm rum. Schau dir das mal an. Ich komm ja schon. Abgesehen davon, der Weg ist weit. Kaffee und Dings. Mm. Aber guck mal, wie geil das ist. Hier hast du jetzt Spiel. Hast du deine drei Bildschirme. Genau. Spiel. Das ist jetzt 16:9, also ganz normal, als wäre es ein 27-Zoll-Monitor. Das in der Mitte. 27? Ah ne, ja. Wie viel hat der? Der Curved hat 24. Ah ja, 27, nicht schlecht. Ja. Und dann habe ich hier für meinen Livestream, um zu gucken, ob alles passt. Und hier habe ich meinen Chat dann. Erster, ich warte nun einfach. Ja, wir werden jetzt gleich streamen. Also ich werde gleich streamen. Dann runter mit dem Kaffee. Jetzt gleich ausprobieren. 5 Minuten geht's los und ich freue mich schon. Also ich bin schon gespannt. Neues Headset, neuer Bildschirm. Kannst gleich loslegen. Oh, ich bin mega gespannt. Und ich werde euch berichten. Das mache ich. So, jetzt gehe ich noch Wasser holen.